Bauen in der Zukunft kann verantwortbar sein vor den nach uns kommenden Generationen und trotzdem atemberaubend schön. Ich habe mir im Lauf meines Lebens für die Fragestellung, die ich mir als 22-Jähriger, ungefähr 23-Jähriger gestellt habe, die Werkzeuge zusammengetragen. Teilweise musste ich sie selber entwickeln. Jetzt habe ich diesen Werkzeug- und Methodensatz und bin in der Lage, wunderschöne Dinge zu bauen, die viele Preise bekommen und wo ich viel Lob bekomme. Und auf einmal stelle ich fest, seit 15, 20 Jahren habe ich diesen inhärenten Verdacht, dass ich eigentlich meine ursprüngliche Fragestellung, die ich mir selbst gestellt habe für mein Leben, deutlich erweitern muss. Und das ist eben diese Frage nicht, was geht, immer höher, immer schneller, immer toller, immer dünner, immer, sondern die Frage ist, wie können und wie wollen wir eigentlich morgen leben und arbeiten? Ich sage immer, ich habe so ähnlich wie ein Schäfer die Schäfchen um sich hat und die meisten sind gesund und ein paar sind nicht richtig gewachsen und manche sind krank. So habe ich auch eine riesige Menge an Fragestellungen, die ich mit mir herumtrage, quasi wie die Schäfchen. Und dann nehme ich mal dieses und mal jenes in den Arm und überlege, ob ich jetzt weiter bin intellektuell, um diese Frage zu beantworten. Und dann befasst man sich mit dem Thema und dann legt man es wieder zur Seite, weil man eben immer noch nicht in der Lage ist, es zu lösen und nimmt ein anderes hoch und legt dieses wieder zur Seite. Und das macht man natürlich unabhängig von irgendeiner Uhrzeit oder einer Überschrift im Kalender. Und viele, viele Dinge, die ich seit Jahren mit mir, ähnlich wie die Schafe einer Herde, herumtrage im positiven Sinn, kann ich auch heute noch nicht lösen. Aber das ist auch nicht schlimm. Das ist ja auch nicht schlimm. Man hat eine Beschäftigung mit vielen Dingen auf vielen Ebenen und der Reifegrad der Antwort ist extrem unterschiedlich. Und wenn die Antwort dann eben mal zu 100% seriös formulierbar ist, dann ist dieses Schäfchen eben nicht mehr in der Herde, sondern der Fall ist gelöst. Und gerade in der Frage, die mir ja sehr viel gestellt wird, wie leben und wie wohnen wir morgen, und was bedeuteten die Umbrüche, die am Horizont erkennbar sind, auch für diejenigen, die schlecht sehen, eigentlich für unser zukünftiges Leben? Da kann man jetzt nicht mit irgendwelchen Standardsprüchen kommen, dass wir alle in Smart Cities wohnen und irgendwelche Roboter nach 4.0-Technik uns dann pflegen, wenn wir krank sind. Das ist alles unseriös. Aber eine seriöse Antwort im Sinne einer seriösen Antizipation dessen, was da kommen kann und könnte, also auch immer eine Korridorbetrachtung, das ist schon sehr, sehr schwierig in vielen Bereichen. Sehr schwierig. Ich habe begonnen, Bauingenieurwesen zu studieren und habe nach wenigen Wochen erkannt, dass es sich dabei ja nur um das Analysieren von vorgegebenen Dingen handelt. Und dass man als Ingenieur auch häufig Dinge analysiert, die als solche gar keinen Sinn machen. Wohingegen man im Bereich der Architektur eher konzeptionell arbeitet, also synthetisiert, häufig aber nicht genügend tief wissenschaftlich analysiert. Und dieser kontinuierlich iterative Prozess, etwas zu konzipieren, das Ergebnis zu analysieren, dann zu modifizieren, dann wieder erneut zu konzipieren, ist das, was eigentlich das einzig Sinnvolle ist. Es erfordert aber eine Kompetenz in unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen, nämlich in dem gestalterisch-konstruktiv Entwerfenden und in dem ingenieur-materialtechnisch analysierenden Momentum. Also habe ich beschlossen, beides zu studieren, was damals sehr schwierig war, heute noch viel schwieriger ist. Und dieses Studium durch weitere Fächer wie Karosseriedesign, Flugzeugbau, Textiltechnik und sonst was punktuell zu ergänzen. Und so habe ich studiert, wie man eigentlich nach meinem Dafürhalten idealerweise studieren sollte, in einer Universitas und nicht in einer Monoversitas. Und ich habe eigentlich als Student gemacht, was ich wollte. Ich habe mich nicht um Regelstudienzeiten gekümmert und auch nicht um Studienpläne. Das, was man erfüllen musste, um ein Schema zu durchschreiten, das habe ich erfüllt. Und den Rest dessen, was ich wissen wollte, habe ich durch Vorlesungen,
durch Seminararbeiten und anderes so zusammengetragen, dass ich am Ende des Studiums glaubte, gewappnet zu sein für ein Arbeiten interdisziplinäres, weil eigentlich da die Terra incognita ist, das Land des unbekannten Wissens, das Land, in dem man vielleicht Chancen findet, Land im wissenschaftlichen Sinn, um beizutragen, die Probleme, die man als Menschheit allemal hat und die unsere Gesellschaft heute in ganz besonderer Weise vorfindet, wenn nicht zu lösen, dann doch zumindest zu dämpfen oder zu mildern. Also man hat diese Dinge des Leichtbaus als der höchsten Kunst im Bauschaffen. Weil wenn ich kein einziges Gramm Material mehr weglassen darf, ohne dass es einstürzt, dann muss ich die Materie beherrschen, wie sonst kaum ein anderer. Das hatte ich mir schon zum Ziel gesetzt, genau diese Klaviatur zu erlernen. Also quasi die Formel-1-Kategorie innerhalb des Bauwesens, das Schwierigste überhaupt. Dann beherrscht man es, zumindest einigermaßen. Aber wenn Sie das tun, dann beherrschen Sie auch alle Untermengen. Das heißt, Sie können es auch ein bisschen dicker werden lassen und ein bisschen, was weiß ich, und einfacher und sonst wie. Wissen Sie, es kommt nicht darauf an, dass man die 100 Meter immer in 10,0 läuft. Man muss wissen, was muss ich tun, um das zu können. Oder man, wie ich immer sage, ich muss wissen, wo die Grenze ist. Die Grenze meines persönlichen Wissens, die Grenze des verallgemeinerten Wissens dieser Menschheit. Und erst wenn ich die Grenze kenne, dann kann ich angesichts einer bestimmten Fragestellung eine Grenze überschreiten. Wenn ich die Grenze nicht kenne, dann kann ich vielleicht, wenn ich Glück habe, tump in diese Terra Incognita hineinstolpern und finde tatsächlich eine Antwort. Typisch ist aber, dass da gar nichts rauskommt. Wer die Grenze nicht kennt, der kann sie auch nicht überschreiten. Nicht bewusst. Und somit war für mich viele Jahrzehnte meines wissenschaftlichen und beruflichen Lebens im Ausloten und im Finden dieser Grenzen. Jetzt kenne ich die einigermaßen und auf einmal kannst du sie auch überschreiten. Manchmal nur mit einem Bein, aber dann bist du in der Terra Incognita und kommst zu neuen Lösungen. Deshalb bezeichnen viele Leute mich als innovativ. Ja, das hat eine ganz einfache Strategie. Aber um dahin zu kommen, brauchen sie viele Jahre harter Arbeit. Und das ist die Grenzüberschreitung im natur- und ingenieurwissenschaftlichen Bereich und das Weiterentwickeln der Dinge im Bereich der Gestaltung, das ist eine Liebe, die ich seit meinen ersten Kindesjahren habe. Und es ist mir eben gelungen, das gestalterische Momentum und das ingenieurwissenschaftlich-wissenschaftliche Momentum in meiner Person zu vereinigen, zu einem Werk, was ich jetzt eben seit 30 Jahren geschaffen habe. Diesen Spagat, den müssen Sie aber auch inhaltlich aushalten. Ne? Sie müssen ein Negligé gestalten können oder einen Rock oder ein Herrenhemd oder einen Turm und Sie müssen gleichzeitig in der Lage sein, darüber zu sprechen, was Karl Friedrich Gauss denn mit dem Theorema Egremium tatsächlich meinte. Das, was mich interessiert, ist die überzeugende Lösung in einer Makro-, in einer Meso- und in einer Mikroperspektive. Viele Leute zeichnen ja oder memorieren auch Häuser einfach nach einem ganz bestimmten Schema, so wie sie es halt gelernt haben, ein Haus anzugucken. Also beispielsweise, was ist die Geometrie des Hauses? Ne? Was ist die Geometrie der Öffnungen? Wo ist die Tür? Was steht über der Tür? Heutzutage meistens nichts mehr. So. Und das ist eine, ich nenne das Makro-Ansicht, weil man erfährt eine Farbe in Toto. Vielleicht kann man noch differenzieren die Farbe der Fenster, aber man sieht jetzt nicht, wie die Fenster strukturiert sind. Ob das Sprossen sind, Einscheibenfenster, Kastenfenster und was es nicht alles gibt. Auch aus Gründen des Wärmedurchgangs oder der Wärmedämmqualität der Fenster. Man erkennt hier etwas und wenn Sie dann ganz nah dran sind in der Mikroansicht, dann sehen Sie die Struktur beispielsweise im Putz oder Sie sehen, dass die Fassade aus Metall ist und gebürstet ist
oder dass die Fassade gesandstrahlt ist. Und je nachdem, wenn sie gebürstet ist, hat sie eine viel weichere Anmutung, insbesondere im Morgen- und im Abendlicht, als wenn sie gesandstrahlt ist. Und wenn Sie eine Fassade haben, die mit solchen Noppen versehen ist, die man also durch irgendwelche Tiefziehverfahren oder durch Eindrückverfahren erzeugt, dann hat die auch wieder eine andere Art der Lichtreflexion, auch eine andere Art des Schmutzigwerdens. Und mit dem Schmutzigwerden, also Oberflächenstaub, der anhaftet, der sich irgendwo niederlässt, hat man natürlich auch wieder eine andere Art der farblichen Erscheinungsform. Und jetzt erstmals, nicht beim Makro oder beim Meso, sondern beim Mikro, kommt die taktile Qualität ins Spiel. Also möchte ich sowas eigentlich gerne mit meiner Hand berühren oder möchte ich mich gern dagegen lehnen. Etwas, worauf man hier ja keine Aussage treffen kann, aber hier schon. Interdisziplinäres Arbeiten bedeutet natürlich immer Arbeiten im Team. Einem kleinen, einem größeren Team. Und dieses Arbeiten im Team kann nur dann gelingen, wenn man ad 1 die prinzipielle Wertschätzung des anderen als einer Person gleicher Qualifikation und gleicher Wichtigkeit anerkennt und voraussetzt und nicht a priori in irgendwelchen hierarchisierenden Gedankenspielen zwischen Chef und Zulieferer oder zwischen Chef und Fachplaner unterscheidet. Diese Anerkennung des anderen als einen Menschen von gleicher Wichtigkeit und von gleicher Kompetenz voraussetzend, muss man für ein Arbeiten im Team die Sprache und die Wertesysteme des anderen erlernen und muss diese Werte auch anerkennen, weil sie für den jeweils anderen etwas sind von ungeheurer Wichtigkeit, eine Welt sind, in der er lebt und in der er sich orientiert. Dies muss man zusammenbringen. Und das ist das eigentliche Schwierige an der Teamarbeit. Wenn das aber gelingt, kann man ungeahnte Potenziale zünden. Und wir erleben das in unserer eigenen Arbeit immer wieder. Wir arbeiten strikt interdisziplinär, weil die meisten Fragestellungen, die wir untersuchen, eben nicht mehr an unsere eigene Disziplin allein gebunden sind. Das ist eine total interessante Fragestellung, für die die Anzahl der mir vorliegenden Werkzeuge und Methoden viel zu klein ist, zu gering ist. Aber ich glaube, man müsste viel mehr Menschen dazu anschubsen, diese Frage auch ganz fundamental zu stellen und zu diskutieren. Es muss ein gesamtgesellschaftlicher Diskurs werden. Wo wollen wir eigentlich hin? Und wie wollen wir die anderen Menschen dort im Rest der Welt eigentlich sehen? Aber wenn man die Dinge offener und sicherlich mit mehr erforderlicher Mühe, die dazu notwendig ist, anschaut, um sie zu erkennen, dann bekommen sie auf relativ einfache Art und Weise einen erweiterten Blick für die Welt. Deshalb bin ich ja auf der einen Seite sehr dankbar, dass ich meine Gebäude, die ich schaffen konnte, rund um die Welt bauen konnte. Das bedeutete, dass ich teilweise enorme Zeiten im Flugzeug saß. Aber es bedeutete auch, dass ich mit Leuten sprach aus Kasachstan, aus Aserbaidschan, aus Russland, mit denen Freund wurde und irgendwann mal bei denen zu Hause gegessen habe und deren Sicht der Welt kennenlernen durfte. Und auf einmal lernen sie bei einem Abendessen in Dubai oder bei einem Abendessen in Kasachstan, wie denn Europa und Deutschland von anderen gesehen wird. Und dieses etwas aus einem anderen Blickwinkel sehen, verleiht dem eigenen Denken die Dimension der Tiefe. Wenn Sie mit einem Auge können Sie nicht in die Tiefe gucken. Ne? Sie brauchen mindestens zwei. Und durch diese Vielfältigkeit im Laufe von 30 Jahren habe ich dann eben 20 Blickwinkel auf die Erde bekommen, auf die Art und Weise, auch auf mich. Und auf einmal lehnen Sie alle diese Begrifflichkeiten als albern, vordergründig und politisch intendiert ab. Jeder Bürger der Bundesrepublik Deutschland besitzt 490 Tonnen Baustoffe. Davon entfallen, von diesen 490 Tonnen, die wir haben, weil jeder von uns besitzt ja ein Stück Autobahn, das größer ist als seine Wohnfläche zu Hause,
Jeder besitzt Waldwege, Bundesstraßen, Landstraßen, Stadtstraßen, Kläranlagen und so weiter. Wenn man das aufteilt, dann fallen ungefähr 240 Tonnen auf die Gebäude und 250 Tonnen auf Infrastruktur. Im Jahr 2010 gilt 38% der Weltbevölkerung besitzen 82% des Global Stocks. Man könnte auch sagen Wohlstandsgefälle oder die unschönen Begriffe wie erste, zweite, dritte Welt verwenden. 38% besitzen 82% der Global Stocks. Oder der Durchschnittsbesitz der Weltbevölkerung liegt vor 11% dessen, was die sogenannten industrialisierten Länder haben. Das heißt, der Durchschnittsbesitz draußen in der Welt ist ungefähr 50 Tonnen per Kapita. Wir werden sehen, dass daraus eine gewisse Sogwirkung entstehen wird. Nämlich die Leute sagen werden, ja, wir wollen auch so leben wie. Und wir müssen uns die Frage stellen, was bedeutet das? Wenn alle diesen Status erreichen wollten, wenn alle Leute auf der Welt so einen Material Stock haben wollten wie wir, dann müssten wir für die jetzt Lebenden, nicht in die Zukunft gedacht, sondern nur für die jetzt Lebenden, die gesamte Materialmenge, die wir bereits verbaut haben, um den Faktor 2,6 multipliziert nochmals verbauen. Ich sage, die Aufgabe, und zwar die moralische Aufgabe für uns, ist, für mehr Menschen mit weniger Material zu bauen. Weil wir müssen für dieses Mehr an Menschen bauen. Was wollen wir denn anderes verantworten? Wir können aber nicht im bundesdeutschen Standard für sie bauen, weil das ist physikalisch nicht möglich. Man bekommt die Materialströme nicht geregelt. Man hat die Verfügbarkeit nach gewissen Ressourcen nicht gegeben. Das ist Leichtbau oder die Variante davon, das Extreme, das ist dann Ultraleichtbau. Und das Zweite ist, das, was wir da bauen, das benötigt ja Energie. Und zwar in zwei Phasen, oder korrekt gesagt in drei. Wir benötigen eine sogenannte graue Energie, das ist die Energie, die man benötigt, um die Materialien zu gewinnen, die Halbzeuge daraus herzustellen, Stahlträger, Zement und Ähnliches, und aus diesen Halbzeugen ein Haus zu bauen. Die Dimension dieser grauen Energie, über die wir als Bürger von der politischen wie der wissenschaftlichen Seite nicht informiert sind, ist enorm, ist enorm. Ein schwäbisches Einfamilienhaus 1990 besitzt ein Volumen an grauer Energie, das ist äquivalent zu 25 bis 35 Jahresenergieverbräuchen. Das heißt, bevor ich das erste Mal da reingehe, ist schon der im Schnitt 30-fache Jahresenergieverbrauch in dem Haus drin. Durch Brennen von Zement weit über 1000 Grad, durch Brennen von Ziegeln ungefähr 900 Grad, durch Transportieren von Kupfer aus chilenischen Kupferbergwerken bis hierher, ist eine Unmenge an Energie, über die wir gar nicht sprechen. Was wir machen ist, wir fokussieren auf den zweiten Bereich des Energieverbrauchs, nämlich die Energie in der Nutzungsphase. Und wir sagen, dreh die Heizung ab, wenn du morgens aus dem Haus gehst. Das ist aber eine Maßnahme, die ist richtig und wichtig unter gewissen Vorzeichen. Sie verkennt aber, dass der damit erzeugte Effekt eine Quantität negligible ist im Vergleich zu der grauen Energie, die wir zuvor in das Haus gesteckt haben. Es wäre viel klüger zu sagen, verwende doch bei dem Bau des Hauses selber 20% weniger Energie. Andere Materialien, leichtere Materialien, das bedeutet natürlich auch mehr Sorgfalt in der Berechnung und der Konstruktion. Also das sind Prinzipien, auf die wir die Menschen aber auch stoßen müssen. Unsere eigene Profession, erstmal uns selbst, das sind ja auch Erkenntnisprozesse, durch die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten gelaufen sind. Und dann die Umwandlung, okay, wenn wir das jetzt verstanden haben, wie bauen wir dann wir bei uns im Büro und wie bilden wir unsere Studierenden an meinem Institut so aus, dass sie diese Klaviatur wirklich verstehen und beherrschen. Und dann das Nächste, wie transportieren wir das in die allgemeine Öffentlichkeit? Ja, das ist eine schwierige Frage. Manche verkünden ja die Sparsamkeit im Sinne von einer räumlichen Bescheidenheit oder die Reduktion der dem Menschen zur Verfügung stehenden Quadratmeter. Ja, sicherlich. Ich würde das gerne durch ein Momentum der Angemessenheit ersetzen.
die Reduzierung des Wohnraums pro Kopf unter Beibehaltung heutiger Baustandards und Bautechniken führt nur bedingt zum Ziel. Wenn wir sagen, wir verändern auch die Bautechnik, wir verändern den Materialverbrauch, wir verändern die Recycelbarkeit und wir tun gleichzeitig die Wohnfläche auf ein dem Menschen angemessenes Maß reduzieren, dann ist das der Königsweg. Dann fällt die Frage, wie viel Wohnraum braucht der Mensch, eigentlich zurück auf die Frage, wie viel braucht er, um sich selbst vor seiner Außenwelt abzuschotten. Und diese Fläche ist deutlich kleiner. Das heißt, wir müssen hin zu neuen Wohnformen. Das sind vielleicht höfliche, so wie man es früher am Bauernhof hatte, oder dörfliche Wohnformen. Also es hat nicht mehr jeder alle Funktionalitäten, die er vorhält, sondern er hält nur noch das vor, was er unbedingt für sich benötigt. Angesichts der Erkenntnis, dass wir bei gewissen Baustoffen doch ein Problem der Materialverfügbarkeit haben oder auch ein Problem der Rezyklierbarkeit und anderen Dingen, dass man diese Problemkinder zur Seite legt. Das bedeutet eine Erweiterung der Klaviatur. In gewisser Weise wird die Klaviatur eingeschränkt, weil wir sagen, diese und jene Baustoffe wollen und können und dürfen wir nicht mehr verwenden. Auf der anderen Seite kommen neue hinzu. Andere Farbwelten, andere Festigkeiten, andere Geruchswelten etc. etc. Das heißt, eigentlich wird das Planen bereichert. Und gleichzeitig können wir diese Qualitäten natürlich nur umsetzen, indem wir die Bauproduktionsprozesse verändern. Stark im Hinblick auf eine Industrialisierung von Komponenten oder ganzen Einheiten. Weil nur so können wir den Materialverbrauch und eine damit verbundene Abfallerzeugung durch Verschnitte und Ähnliches minimieren, können aber gleichzeitig dann auch die Toleranzen kleiner fassen und die Qualität steigern. Und durch die industrielle Produktion, nicht im trivialen Sinne eines Gleichteileprinzips, also alle Häuser sehen eben aus wie Fertighaus Erika oder Isabel, sondern eine hochgradige Individualisierbarkeit auf der Basis numerisch gesteuerter Fertigungsprozesse ist in der Architektur definitiv die Zukunft, wenn wir den breiten Markt anschauen. Bei der Frage nach der Gestaltung der Welt von morgen verhaften viele, nach meinem Dafürhalten unzulässigerweise, in einer schmalen Rubrik dessen, was ich die sogenannte visuelle Architektur bezeichne. Das heißt, es ist Entwerfen, das Konzipieren neben den Funktionalitäten von geometrischen Erscheinungsformen, von Lineaturen, von Kurven, vielleicht noch von Aussagen zu Oberflächen. Damit ist dann aber auch Schluss, typischerweise an 99% der Hochschulen dieser Welt. Der zweite Komplex, der mir sehr, sehr wichtig ist, ist derjenige der nicht visuellen Architektur. Das ist die Architektur der Taktilität, das heißt des Berührens von Oberflächen, von Baustoffen und der damit verbundenen Sinneswahrnehmungen. Es ist die Architektur des Riechens, der Gerüche. Es ist die Architektur der Feuchtefelder, der Wärmefelder, von kalten, von warmen Oberflächen, von starken, von nicht vorhandenen Luftströmungen etc. Und all dies zusammen ist eine wesentliche Komponente der Wahrnehmung der gebauten Umwelt durch die Menschen. Und klar ist, dass diese Komponente der nicht visuellen Architektur nicht nur auf die Arbeit von Architekten zu beziehen ist, sondern selbstverständlich auf die Arbeit aller Gestaltenden, also auch beispielsweise der beteiligten Ingenieure. Man muss quasi Überzeugungstäter sein und man muss sagen, ich glaube zu wissen, dass das, was ich tue, nicht falsch ist, sondern in die richtige Richtung weist, zumindest einen Korridor anzeigt, in dem Lösungen sein könnten. Und ich bin ganz sicher, dass das Lösungsspektrum, was wir erarbeiten, wenn nicht in unserer Gesellschaft, dann in anderen Gesellschaften Eingang finden wird. Beispielsweise in solchen, wo der Nachholbedarf im Bauen und auch der Bedarf für zukünftiges Bauen viel, viel größer ist. Ich denke an Indien, ich denke an Afrika. Und wo vielleicht auch ein Wille zum Anwenden neuer Lösungen, erfrischender Lösungen, zu einem die Dinge anders angehen vorhanden ist. Und da gibt es schon viele Länder in der Welt.
Ja gut, aber es ist kein politisch-strategischer Plan, den man im Großen auswälzen kann. Es sind viele kleine Aktivitäten, die man macht, die einen teilweise auch verschleißen und ermüden und frustrieren, teilweise aber auch wieder befriedigen. Und ich persönlich mache das auf verschiedenen Ebenen. Es ist eine Beratung der Politik auf der Ebene der Bundesregierung, genauso wie auf der Ebene der Landesregierung. Es ist mein Wirken an den Hochschulen, es ist diese vielfache Vortragstätigkeit, die ich ausübe. Und es sind natürlich diese prototypischen Projekte avant la garde, die wir bauen und die glücklicherweise ein sehr großes und sehr breites Presseecho finden, sodass die Menschen das auch wahrnehmen und fragen. Und man muss dann eben ein Steinchen ins Rollen bringen, um eine Lawine am Ende zu erzeugen. Es geht darum, dass man Beispiele aufzeigt, in dem Sinn, dass man sagt, Bauen in der Zukunft kann verantwortbar sein vor den nach uns kommenden Generationen und trotzdem atemberaubend schön. Das muss auf dem Stand der Zeit und darüber hinausweisend sein. Darunter verstehen wir die Dinge wie materialminimal, materialgerecht, recyclinggerecht und so weiter. Aber wenn die Dinge von den Bauherren und von den Bewohnern nicht geliebt werden, dann werden sie auch nicht gepflegt. Und jetzt kommt dieses ästhetische Momentum mit dazu. Auch das Momentum des Innovativen, des Interessanten, des noch nie vorher Gesehenen und alles das, was man braucht, um sagen zu können, ich habe mich in eine Wohnung verliebt. Das muss am Ende herauskommen. Das Sloterdijk hat, ich zitiere das einigermaßen korrekt, gesagt, in einem seiner Werke, es gehört zur Signatur der Humanitas, dass die Menschheit vor Probleme gestellt wird, die zu schwer sind, um sie lösen zu können. Das legitimiert aber noch lange nicht, dass man sie deshalb unangetastet lässt. Zu meinen Studenten sage ich auch immer, es kommt nicht darauf an, auf dem Gipfel des höchsten Berges zu stehen oder eines hohen Berges. Sondern es kommt darauf an, darüber nachzudenken, wie würde ich da hochsteigen und sich mit der Materie auseinanderzusetzen und vielleicht beim Hochlager 2 sagen zu müssen, dies ist der höchste Punkt, den ich erreichen kann, mehr kann ich nicht, körperlich, intellektuell. Ich kann die Problemstellung nicht erfassen, ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Aber wenn Sie zumindest mal sich bemühen würden, das Hochlager 2 zu erreichen, dann haben Sie so unendlich viel erreicht. Als wenn sie im Basislager herumstehen und sagen, alles viel zu schwierig, denke ich nicht mal drüber nach. Und meine persönliche Erfahrung ist, dass sie, wenn sie im Basislager starten und noch nicht ganz genau wissen, wie sie da hochkommen auf den Berg, dass sie es vielleicht im Hochlager 2 wissen, weil sie dann über den Berg ziemlich viel erfahren haben, ne? Wie seine Steine sind und wie die Furchigkeit des Gesteins ist und wie sie reingreifen können. Und wie sich diese Steine bei aufkommendem Morgennebel verhalten und. Und so ist es in der Wissenschaft auch. Wissenschaft hat in vielen, vielen Fällen, wenn sie nicht ins Triviale entartet, auch etwas mit Witterung zu tun. Wenn sie ein wissenschaftliches Problem haben und sie müssen eine Lösung finden und wissen partout nicht, wie es geht, und im Lehrbuch steht es ja auch nicht, also im nicht-trivialen Bereich, dann brauchen sie ein Näschen dafür. Es könnte sein, dass da etwas ist. Und dann müssen Sie da eben gehen.